Herzlich willkommen zurück bei Inka Gravi. Machen wir mal weiter. Und was heißt eigentlich Inka Gravi? Das habt ihr öfter mal in den Kommentaren geschrieben, aber da ich euch überhaupt nicht, also ich höre euch überhaupt nicht zu und lese sie auch nicht. Ich meine, warum guckt ihr diesen Scheiß? Ganz ehrlich. Ich mache das nur für mich, damit ich mich selber ansehen kann und mich aufgeilen kann an mir. So, nee, was heißt das, ehrlich? Scheiße. Irgendwo Inka-Grab. Irgendwas mit das Inka-Grab? Ingrids Grab? Ingrids Gravitationsfeld, in dem wir uns hier befinden und wo mein Daddy sich verloren hat? Spinnnetze. Oh nein, wahrscheinlich ist das jetzt die letzte Minute, die ich nicht in den letzten paar... Dieses helle Licht. Ist das etwa ein Ausgang? Möglicherweise. Oder dein Ende. Da ist ein Thron. Ich will da nicht rein. Ich... Vater, du bist zu einem Geist geworden. Was ist nur geschehen? Schon kurz nach dem Eintritt in dieses Höllenloch wurde ich von einer kalten Seele in den Schlaf gezogen. Aber glaub mir, dieses Leben ist besser. Du hast Macht. Du kannst nun nicht noch einmal sterben. Und du hast nichts mehr zu befürchten. Komm, mein Sohn, tritt dieser Welt bei. Ich weiß es nicht. Muss ich nun doch dafür Entscheidungen sterben? Es ist so eine schwere Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, mein Junge. Auch wenn wir nun verschieden sind, spüre ich doch deine Liebe zu mir. Ich danke dir. Da ist der Ausgang. Für was auch immer du dich entscheiden wirst, ich weiß, du wirst das Richtige tun. Nein! Entscheide nun. Auf damit! Gehst du in die Freiheit, oder kommst du nun in meine Arme und bist einer von uns? Na dann, lass mich jetzt entscheiden. Und ich... gehe in dir in die Arme, Daddy! Komm zu mir! Bring mich um! Lass mich unsterblich werden. Was ist jetzt passiert? Oh nein. Du hast dein Leben aufgegeben, um dich vom Fluss der Geister treiben zu lassen. Ja, das habe ich. Nun, mein Junge, nun werden wir immer zusammenbleiben können. Wir haben nichts mehr zu befürchten. Daddy. Ich bin stolz auf dich. Daddy, stolz auf mich. Ich habe eine Laterne mitgebracht, weil ich weiß, dass du magst Laternen. Und jetzt? Es ist vorbei. Inka Gravi, gemacht von Skashi YouTube Colored Retards. Stimmen. YouTube Brugger. Colored Retards. Freaks OMC. Paulina. Playgame LP. Udo LP. Changoro Studio. Musik. Sushimaro. Jamaican Beats. Models. MC Legu. Litronome. Skashi. Grüßt euch alle und ihr habt mal wieder Turbos. Ja. Und die Seite auch noch. Danke fürs Spielen. Give Feedback. Tja, das ist das Ende, das ich gewählt habe. Wäre ich ein Vollidiot. Und da wir keiner sind, nehmen wir das andere. Yo, Dad, da bin ich wieder. Ich habe noch so eine kleine Frage. Und zwar, ich bin ja zu dir gegangen, ne? Im letzten Part, du kannst dich vielleicht erinnern, im letzten Leben, könnte man so sagen. Und, ist das dein verdammter Ernst, dass du mir einfach einen Raum bietest, wo ich von unten begrapscht werde? Dad, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht und, man sieht sich, ne? Viel Spaß damit und, so, komm, zieh Leine. Hier ist das Licht, auf ins Licht, aufs Licht zu gehen ist immer toll und, mach's gut, lass mich jetzt raus. Lass mich doch nicht die ganze Zeit von unten begrapschen. Was gibt's hier? Vogelgezwitscher. Und nichts. Ah, toll. Du hast dich für die Freiheit entschieden. Ich sah dir an, dass du Angst und Trauer mit ins Sonnenlicht brachtest. Aber ich werde dir immer über die Schulter blicken und bei dir sein. Das verspreche ich dir. Mach's gut, mein Junge. Werd glücklich, so wie du bist. Lebendig. Es wird gemacht. Auf Wiedersehen, Daddy. Das ist viel angenehmer, als dauerbegrapscht zu werden. Deswegen ist Daddy da geblieben. Oh Gott. Ja, die mitwirkenden Leute kennen wir alle schon. Ich frage mich, gibt es da ein drittes Ende? Vielleicht. Vielleicht hat Skashi eine Antwort und vielleicht finde ich es dann. Aber ansonsten wieder mal eine Top-Story.
Die war verdammt gut. Also, die war wirklich extremely geil. Ich glaube, das ist meine favorite Story von dir. Vielen Dank dafür, Skashi. Mal schauen, was demnächst so kommt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Lasst Kritik da. Und bis zum nächsten Mal.